erbärmlich in seiner Art. Sehr schön gemacht von Lipaski. Kam nicht hoch genug bei diesem Sprung, sonst hätte dies die Führung für die deutsche Mannschaft sein können. Zeitlupenwiederholung. Aha, ein bisschen auf den Scheitel bekommen. Die Mannschaft hat noch nicht so recht ihren Rhythmus gefunden. Lipaski. Robes. Zum zweiten Male von Lipaski in Szene gesetzt. Zum zweiten Male das Tor, knapp für 50. Male trägt Karl-Heinz Rummenigge das Nationaltrikot. Lipaski und Tor, das 1:0. Klaus Fischer, 24. Minute. Sehr schön noch einmal dieser Eckstoß von Lipaski, genau auf den Kopf des springenden Kölner Mittelstürmers. Keine Chance für Bento, der diesen Ball unterschätzte, nicht mehr herankam und in der Hälfte zurückgezogen. Kals, kein Abseits. Rubesch, Tor! Rummenigge oder Eigentor? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Karl-Heinz Rummenigge. Oder war es Umberto, der Libero von Portugal und von Benfica Lissabon, der den Ball ins Tor brachte? Die Flanke von Rubesch. Ich glaube ein Eigentor. Ich glaube ein Eigentor von Umberto. Das 2:0 Briegel. Lipaski. Das war gar nicht so ganz einfach, was Klaus Fischer da gemacht hat, diesen Ball über die Querlatte zu köpfen, aber der Treffer, wäre der Ball im Netz gelandet, hätte eh nicht gegolten. Ein Portugiese liegt im 5-Meter-Raum am Boden, ist behindert worden. Schiedsrichter Pone hatte schon vorher gepfiffen, auf Freistoß entschieden. Hier sehen wir das gefährliche Spiel von Rubesch gegen Pietra. Und wie gesagt, der Treffer hätte ohnehin nicht gegolten mit der 4. Und Romeu, noch einmal Oliveira, mit Norton kann schießen, aber wie, das ist zu schwach. Dennoch, erster Eckstoß, Oliveira, und jetzt muss die Flanke kommen. Jawohl, das deutete sich an, dass die Portugiesen dem Tor ein bisschen, dem Ehrentreffer ein bisschen näher kommen. Norton, der Schütze, eine Minute vor dem Seitenwechsel, begünstigt durch Unsicherheiten in der deutschen Abwehr. Vielleicht können wir das gleich noch einmal sehen. Hier Oliveira, der zunächst Hans-Peter Brieglein, Bernd Förster aussteigen lässt. Genaue Flanke. Jordão musste das Tor schon machen. Das dann aber Norton. Fischer, ein herrlicher Kopfstoß, das kann er, der Kölner, 3:0. Hier sehen wir es noch einmal. Vorarbeit von Dremmler auf den Kopf von Fischer, der am höchsten steigt und Bento im portugiesischen Tor versetzt. Briegel. Ja, da hatte sich der Lauterer den Ball zu weit vorgelegt. Eliseu und Romeu. Kein schlechter Schuss. Da muss sich Toni Schumacher mächtig strecken. Natürlich ist dies Bernd Franke. Ja, fast typisch, fast symptomatisch diese Szene eben zwischen Kals und Rummenigge für diese zweiten 45 Minuten.
Tja, und da muss Bernd Franke schon Kopf und Kragen riskieren. Da wird es zu eng. Rummenigge. Wie will er da durch? Drei Portugiesen vor ihm. Und die Chance für Briegel. Da ist das Tor. Und welch ein Tor. Aber abseits entscheidet der Schiedsrichter. Abseits an der Strafraumgrenze. Bin nicht ganz sicher. Ja, könnte sein, dass der Schiedsrichter recht hat. Matthäus. Das Spiel ist aus. Alexis Pornet aus Brüssel erlöst alle Spieler, Zuschauer. Die zweiten 45 Minuten dieses Länderspiels Deutschland gegen Portugal, das